Sorry to stop you. It's very good. Etwas belebter. Ich dachte, you take a quicker tempo, that's good. But keep to the quicker tempo. Once again, kein Mensch hat damals... Ich habe dann auch 69 eine staatliche Stipendium bekommen. Und bin dann zuerst mal nach Düsseldorf und war ich da ein paar Monate. Und dann war ich 3 Monate in Rom bei dem alten Luigi Ricci. Der war kein Gesangslehrer in dem Sinne, aber er hat nicht nur die Töne repetiert, sondern die Ausdrucksweise und wie, der wusste sofort, aha, jetzt habe ich mit so einem Instrument zu tun und was ich auch neben die Töne, was der Verdi geschrieben hat, die verschiedenen Ausdrucksweisen durch die Farbe, die Töne, hat der Ricci mir beigebracht. Und das ist mir heute noch immer, wenn ich da irgendwelche Probleme habe, denke ich einfach nur mal zurück und was der alte Meister mir damals gesagt hat, das hilft immer. Und komme ich kurz vor Weihnachten 1969 nach Hause und da war so eine so leicht ironische Frage, als ich dann zum Bühneneingang reingegangen bin, war der damalige Chefdirigent am Treppenhaus und hat gefragt, ja Martina, was hast du denn dann nun in Italien gemacht? Ich habe gesagt, ich habe das und das studiert und das war eine schöne Zeit. Und dann kam noch ironischer Ton da drauf und dann fragte er, ob ich in 4 Tagen den Philipp im Don Carlo singen könnte. Und ja, ist kein Problem, habe ich alles drauf. Und dann war dann als 24-Jährige, ich meine, wenn ich das heute daran denke, ist das eigentlich... Das ist fast ein Selbstmord, einen spanischen Monarchen als 24-jähriger Junge auf der Bühne darzustellen. Die Töne, es spielt da im Grunde auch eine große Rolle, aber die Darstellung. Aber das war angeblich so glaubhaft, dass dann die Türe so breit geöffnet wurde für mich. Schon vorher wollte mich der Stockholmer Intendant Göran Jendele nach Stockholm holen. Mina Neister, il immer der Salta, il immer der Salta. Vale chi nostra masta voi lata, e voi curva risulta metata. Barriletta on mahdo tomin, on mahdo tomin. Käsin merkin sä vierot hän antaa, katseit perille terveiset kantaa. Ah, on pauloissa joka mies. Hämmentä hulluksi saavun tuo nainen, hänet vaimoksei ahdista voinen, ettei saada voit omaksi toinen. Voi filetta mun vaimoin, Sä ainoain. Haltiero, varmaan taikkaan sun tahton mä tallentaa, ettei kulkaan sua nähdä saa. Dann habe ich in Köln angefangen, 72 August. Und die erste Produktion war Zauberflöte mit Jean-Pierre Ponnel und István Kertész am Pult. Der Ponnel sagt, es war so etwa 10 Tage vor der Premiere. Sagte bei einer Bühnenorchesterprobe, als ich da wieder hängen geblieben bin, hat er gesagt, ja, jetzt schmeißen Sie doch diesen Finnen jetzt mal raus. Ich will einen anderen. Dazu sagte der István Kertész von Pult in seine unglaublich schönen hohen Stimme, lass denn doch, der singt doch wenigstens anständig. Und dann ist das dabei geblieben. Ich habe die erste Premiere Sarastro gesungen und da waren wir schon langsam mit dem Jean-Pierre Ponnel befreundet. Weil wir dann anschließend, hier haben wir diesen Monteverdi-Zyklus in Zürich gemacht und habe ich also einen Tristan in Bayreuth gemacht und verschiedene Sachen. Und bis zu seinem Tod haben wir wirklich schön eng zusammengearbeitet. Amici, amici, Quella virtù
sospire, grido e scende al cuore. Ove stato vent'anni quasi in ospizio, come forastiero. Dann gab's eine, das war für mich ein Phänomen. Der Patrick Chéreau, damals beim 100-Jahre-Ring in Bayreuth. Zuerst mal wieder diese ganze, wir waren damals mit dem Peter Hoffmann die Ersten in Bayreuth, 76, so irgendwann mal im April. Und waren mit der Bayreuther Festspielhaus in der Probebühne 1. Und da saß in einer Wand 10 Leute, merkwürdige, so damalige Hippies. Und einer davon war der Chéreau, einer war der Peduzzi, sein Bühnenbildner, und einer war der Jack Smith und die Assistenten. Ich habe gesagt, was ist denn das für eine Bande? Die haben einfach nur mal zuerst mal die Leute beobachtet, wie die so gehen und was das für eine Bewegungsart in so einem Mensch da ist. Die haben eigentlich nichts kostümmäßig, nichts vorbereitet und so weiter und so fort. Und dann passierte, was ich immer ein Phänomen finde. Der Patrick Chéreau lief ja als Regisseur immer mit seinem französischen Übersetzung, sein blaues Büchlein, wo der Ring dann einfach nur mal französisch, nur textlich, keine Noten, nichts. Dann stellte er während der Probezeit Walküre. Stellte er im ersten Akt, wo dieser wunderbare Celli-Thema kommt. Das dauert so 20 Sekunden, aber kein Mensch singt einen Ton. Fragte der, ja, warum singt hier kein weiter, keine weiter? Dann haben wir das mal erklärt, das bedeutet ein Thema, hat Beziehung zu dem Wotan und so weiter und so weiter. Dann hat er am nächsten Tag aus der Bayreuther Festspielhausbibliothek die Klavierauszüge geholt und einige Tage später hat er das alles in seinem Hirn gehabt. Das nenne ich dann den 7. Weltwunder, wenn Sie so wollen. Unglaublicher Mann. Nicht so gut, leicht gefiegter, hör und hüte dich, verträgen halte treu. Weißt du, bist du nur durch Verträge, wenn du waren die Riesen. Es war ja so konzipiert, wir haben einen Untermann gehabt. Das heißt, auf der Bühne war so überdimensionale Koffer oder Brücken. Und immer wenn wir gesungen haben, standen wir so auf der Brücke oder auf der Koffer. Und dann der Untermann war unter so einem Hemd, da hat hier so ein Loch gehabt, wo er seine Gänge sozusagen so ein bisschen gesehen hat. Und die Stichworte immer zum Gang links, diagonal zu dem anderen Koffer. Und der eine war, da war, wie hieß er noch, das ist egal, der Untermann von Fasold. Der war so ein bisschen einfacher Bayreuther Bäcker und Gewichtheber. Ein ganz, ganz lieber Kerl. Aber er konnte die Stichworte nicht so ganz genau merken. Und ich war da oben und wusste ich natürlich, jetzt müsste man mal links. Und ich habe so wie beim so Rennpferden, immer so ein bisschen hat auf der Seite gedrückt. Ja. Und dann hat der Karl, so hieß er, unten gewusst, jetzt gehe ich mal rechts und jetzt gehe ich links. Fasold und Fafner,
Riesen, also dieser überdimensionierte, dieser Bilder habe ich immer noch ganz genau im Kopf, wie diese kleine Freier zwischen den zwei Riesen da mit solchen hin und so ein bisschen mal die Brust mal, das ist unglaublich. Diese Tomaten- und Eiwerferei nach diesem ersten Jahr 76 und dann 5 Jahre später, bei einem Schlussapplaus, Götterdämmerung 1980, diese 1,5 Stunden Schlussapplaus, da haben die Menschen das auch kapiert, was auch eine zeitgenössische Inszenierung, eine Stil, was das dann bedeutet. Und solche Regisseure, die nicht Noten lesen können, gibt es natürlich selten, die so genial sind, dass das einfach nun mal auch vom Instinkt in so eine relativ kurze Zeit zu kapieren, was da nun los ist. In so einem Riesenwerk, ich meine, wissen wir ja alle, das ist fast 15 Stunden Musik und das in so eine kurze Zeit zu kapieren. Hunding ist für mich sowieso in dem Ring wahrscheinlich der einzige normale menschliche Figur. Und dieser Auftritt da, also wenn der erste Auftritt von Hunding zu seinem Haus, das werden wir dann sehen, das ist eine geniale Erfindung vom Chiro. Ich weiß ein wildes Geschlecht, nicht heilig ist ihm, was andern her. Verhasst ist es ein und mir. Rache ward ich gerufen, Seele zu nehmen für Sippenblut. Zu spät kam ich und kehrte nun heim, des flüchtigen Frevels Spor, im eigenen Haus zu erspähen. You can always read. Man versteht immer, was er singt. Seine Aussprache ist perfekt. Dabei hilft ihm natürlich, dass er eine große Stimme hat. Es ist eine sehr tragende Stimme. Er schafft eine Spannung, die nur große Künstler erzeugen. Er hat Charisma. Und das kann man nicht lernen. Damit muss man geboren werden. Er gehört zu den Glücklichen, denen man das alles in die Wiege gelegt hat. Prachtvolle Stimme, Persönlichkeit, großes Einfühlungsvermögen, sich einer vom Regisseur vorgegebenen szenischen Form, sie sich zu eigen zu machen, hohe Professionalität. Auch die 20. Aufführung hat bei ihm immer noch den Biss der Premiere. Für mich ist es immer ein großes künstlerisches Vergnügen, mit Matti Salminen zusammenzuarbeiten. His singing is totally. Er singt mit vollem Einsatz. Full body singing. And, man hört und sieht, wie frisch er auch noch nach einer langen Karriere ist. You can see his career, how fresh he still is. Ich bewundere seinen Gesangsstil. His style to sing. Das Besondere an seiner Stimme ist
nicht nur das Volumen, was immer so natürlich auch hervorgehoben wird, sondern die Farben, der Farbenreichtum, den er in seiner Stimme hat und wie er ihn benutzt. In der Spielzeit 83-84 habe ich einen Vertrag für New York, für der Met gehabt, mit 5 Produktionen. Da war Fidelio, Dannhäuser, Oedipus Rex, Entführung und noch was. Insgesamt 35 Vorstellungen sollte ich in einem Block, also so 3,5 Monate in New York machen. 5 Vorstellungen Fidelio habe ich gesungen. Dann basierte mir beim ersten Schnee in New York ein offenes Beinbruch. Also das war im Central Park West, der Ecke von Columbus Avenue. Eine Finne fällt um bei einem Schneefall und bricht seinen Bein. Kompliziert. Dann habe ich die 30 Vorstellungen in New York verloren und war ich 6 Monate weg vom Fenster sozusagen. Das ist der Meister Karajan. Der hat, was hat er gesucht? Meine erste Begegnung mit ihm. Der hat gesucht für seine Schöpfung in der Berliner Philharmonie den Bassisten und hat dann mich dann auch eingeladen zum Vorsingen. Und ich, damals war ich in der Deutschen Oper engagiert, das war glaube ich 77, 78. Und dann bin ich so, glaube ich, bei den Probenpausen, so 16 Uhr rum, mit einem Repetitor aus der Deutschen Oper Berlin, bin zur Philharmonie. Und der Meister hat gerade mal das Orchester zur Pause geschickt und hat dann saß er am 10. Reihe an der Philharmonie und so wie er immer gesprochen hat, gesagt, ja, was wollen Sie denn singen? Und ich gesagt, da habe ich gedacht, na mein Gott, na mein, der muss doch was hören. Und dann habe ich mal vorgeschlagen, der Philipp Elijah Maimam. Und dann hat er gesagt, nein, die haben keine Interesse. Können Sie mal die erste Rezitativ von der Schöpfung. Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde. Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, das zu singen. Dann habe ich die, glaube ich, Meister Karajan, das Schlechtere, eine Möglichkeit zuerst mal ausgewählt und habe ich das mit der Stimme angefangen. So richtig, wie das auch so ein bisschen majestätisch im Anfange schuf Gott richtig mit voller Stimme gesungen. Nach 4, 5 Takte hat er dann so, bitte versuchen Sie das jetzt mal so leise wie möglich. Und dann habe ich kaum was gesungen, nur geflüstert. Genau, so. Und jetzt wollen wir das zusammen machen. Was kann man dazu sagen? Selbstverständlich, Herr von Karajan. Ja, eine von den letzten Produktionen von Herrn Karajan überhaupt war dieser Salzburger 86er Don Carlo, wo ich den Großinquisitor gesungen habe. Oh,
Und es ist, wie in Salzburg immer, unter Karajan und glaube ich auch heute noch, ist, dass man alles, was eigentlich normalerweise klein ist, wird vergrößert. So war es auch der Philips-Raum. Fast die ganze Bühne war das Philips-Zimmer, Escorial. Aber wenn man das wirklich weiß, ist das nur ein winziger Raum. Okay, das macht ja nichts. Aber da haben wir ja auch richtig mal probiert. Der war so eine ganz, ganz pedante. Der große Auftritt von Großinquisitor war eigentlich unproblematisch. Aber wenn der Großinquisitor zum Gefängnis kommt, da war oben in so einer Brücke nur so eine Säule. Und ich müsste da hinter dieser Säule einfach nur eine bestimmte Viertel genau inszeniert warten. Und da habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Mal einen Sekundenbruchteil zu früh meine Nase gezeigt. Und da war sofort unten im Regiepult war der Teufel. Ja, machen wir doch mal. Man sagt ja immer, die schwarzen Besser, die sind entweder Priester oder Teufel oder Könige. So ist das ja auch. Aber auch ein Priester und auch ein König hat verschiedensten Charakterarten. So. Wir sind ja jetzt hier aus dem Marktplatz von der Samonlina gestartet und fahren wir Richtung meinem Sommerhaus. Der liegt etwa eine Viertelstunde von hier entfernt, kommt auf an, wie schnell man fährt. Und ich bin ja seit 1964 hier in Samonlina quasi jeden Sommer gewesen. Ich fühle mich immer noch hier im Sommer relativ wohl, obwohl ich kein Süßwassermensch bin. Das ist ja hier alles Süßwasser. Ich komme aus Turku und Turku liegt am Meer. Und das sind die Toiletten und Waschmöglichkeiten für 120 Chorleute hier. Was glauben Sie, wenn die Wiener Staatsopernchor hier engagiert würde, die wären dann sofort schon zu Hause. Die würden das gar nicht mitmachen. Aber das ist das Schöne. Wir haben hier auch schon Stars gehabt, in der Anführungszeichen. Wir haben die Räumlichkeiten sozusagen das mal angeschaut und dann waren die schon weg. Aber nur so finde ich, es ist was Einmaliges. Ich brauche keinen roten Sofa. Nicht? Kunst ist Kunst und Sofa ist für was anderes da.
nowadays very, very good friend of mine. Matti und ich sind heute gute Freunde. Er ist mein Vorbild. Wir unterhalten uns oft über den Gesang. Und er hat mir viele wichtige Ratschläge gegeben. Very, very important advice. Wir sind ja Gott sei Dank keine Maschinen und man muss wissen, wie weit kann ich heute mit meiner Stimme gehen? In welche körperliche Verfassung ich heute bin, das ist genauso wie beim Hochleistungssport. Wir sind auch Hochleistungssportler in einem gewissen Sinne. Ja, ja, das ist die Süddeutsche Zeitung in der Urfassung. Bring den Kuchen. Den Sandkuchen. Ja, den. Und dann kannst du die Sauna anmachen. Das Wasser ist schrecklich kalt. Da kann man sonst gar nicht reingehen. Soll ich ihn hier hinstellen? Da ist er, der Herr Schwiegersohn. Hier sitze ich oft, wo ich meine Akkus immer wieder auflade von Situationen, zum Beispiel jetzt in den letzten 6 Wochen, 4-mal Holländer in Wien, 6 Vorstellungen, Götterdämmerung in Barcelona, 3 Meistersinger in Zürich und London, Meistersinger bin ich eingesprungen in München noch bei der Festspielen, bei der neuen Produktion als Bruckner und dann die 2 Don Carlos und so weiter und immer diese Fliegerei dazu. Ich habe schon gedacht, das schafft kein Mensch. Aber das habe ich geschafft. Und dann kam ich dann nach dem letzten Carlos-Vorstellung direkt hierher. Und dann saß ich hier und habe mich nur mal einfach in der Weite. Also diese Wasser und einfach diese merkwürdige Atmosphäre, diese Ruhe, bringt mir dann wieder das Kraft, weiterzumachen. Viele Menschen denken, aha, die Bässe, die wachsen in Finnland irgendwo im Bäumen. Aber das ist nicht wahr. Seit ich meine Stiftung habe, das ist etwa 10 Jahre her, habe ich eine Stiftung gegründet und ich versuche und möchte, neue Talente einfach ein bisschen helfen und ich versuche, einen Bass zu finden. Bis jetzt ist das bei mir nicht gelungen. Ich hoffe, dass das jetzt beim Mustakallio-Wettbewerb, was wir jetzt haben, ich einen finde. Before we start the competition, I would like to introduce our distinguished. Ich möchte Ihnen die prominente Jury vorstellen. Artistic Director Raimo Sirkkiä. Den künstlerischen Leiter des Festivals Raimo Sirkkiä. Kammerlaulaja Kammersänger Matti Salminen. Und Kammersänger Matti Salminen. Narcisetto, arancino, d'amor.
belle belle turbando il riposo narcisetto anongino d'amor. Das Ergebnis des Wettbewerbs wird in 5 Minuten bekannt gegeben. Das Einzige, was für mich wirklich was wert ist, ist die Persönlichkeit in der Stimme und auch in der darstellerischen Weise. Jede Stimme hat seine persönliche Farbe und seine persönliche Ausdruckskraft. Schöner Ton ist schon was wert, aber ohne Inhalt ist das sehr wenig wert. Das heißt, die Grundbasis ist immer ein Text. Der muss verständlich sein und dazu schreibt der Komponist einen Ton und der Ton hat mehrere Möglichkeiten zu variieren. Elega Petrus Schroderus und Foto. Der Sieger heißt Petrus Schroderus. Herzlichen Glückwunsch. Ich war 7 Jahre Offizier bei der Polizei in Finnland. Das Gesangsstudium hat meine ganze Freizeit beansprucht. Das hat sich gelohnt. Ich bin sehr glücklich, dass ich den Wettbewerb gewonnen habe. Wegen dieser kleinen Matinee in Mäntyharju ist bei mir die Idee gekommen, man könnte eigentlich ein paar Jahre von der Opernbühne verschwinden und Zeit zu investieren für finnische Lieder. Und da gibt es ein paar wirklich bedeutende Namen, zum Beispiel Yrjö Kilpinen, Oskar Merikanto, Jan Sibelius natürlich, Levi Madetoja, Erki Melartin, Selim Palmgren und so weiter und so fort. So. Was ist denn das für ein Blödsinn? Thomas! Der absolute Schwachsinn. Bin doch lang genug. Das war ja hunderte, tausende von Autos da unterwegs. Ich bin schon fast verrückt. So. So, so. Ammira, qui sunt arrivat an ammira, cae io porcello gaeti, cae io
Das Kulturzentrum Salmela in Mäntyharju liegt in einer der schönsten Gegenden Finnlands und zählt auch zu den beliebtesten Ferienorten. In diesen alten, kulturgeschichtlich bedeutenden Gebäuden stellen wir nun schon zum 15. Mal zeitgenössische finnische Kunst aus. Im Winter werden diese Gebäude jungen Künstlern zur Verfügung gestellt. Zu den Veranstaltungen von Salmela gehört auch eine Reihe von Konzerten, die in der Kirche von Mäntyharju stattfinden, dem zweitgrößten Holzbauwerk in Finnland. Matti Salminen war vor 12 Jahren zum ersten Mal Gast unseres Kulturzentrums Salmela. Schon damals hat ihn die zeitgenössische Kunst begeistert, hat er seine Liebe zur finnischen Malerei und Bildhauerei entdeckt. Er ist hier immer wieder aufgetreten. Heute kommt er bereits zum 4. Mal. Seine Konzerte waren natürlich ständig ausverkauft. Und das Publikum freut sich jedes Mal, wenn er nach Mäntyharju kommt. Ich habe Matti Salminen als einen außerordentlich herzlichen und sympathischen Menschen kennengelernt, als einen würdigen Vertreter Finnlands. Er hat das Publikum hier in Mäntyharju und auch mich mit seinen Auftritten für die Liedkunst gewonnen. Er ist schon ein besonderer Mensch, der viel Gefühl in seinem Gesang legt. Liebe Freunde, wie lange ist es schon her, dass wir das erste Mal hier aufgetreten sind? Und die Rede davon war, dass wir frühestens in 5 Jahren wiederkommen würden. Jetzt sind wir also wieder hier. Mitten unter Ihnen gibt es einen Menschen, der das Unmögliche möglich macht. Sein Name ist Tuomas Hoikala. Er ruft mich immer wieder an und versucht, mich am Telefon zu überreden. Das macht er so lange, bis ich endlich nachgebe und zusage, hier wieder aufzutreten. Und noch bevor das Konzert zu Ende ist, bedrängt er mich, jetzt sing doch noch dieses Merrillet. Also machen wir das jetzt. Ein gutes Lied hat auch eine Ausdruckskraft wie eine kleine Oper. Einer Johanni Rautavaara hat für mich diesen Rasputin geschrieben und
Am Anfang haben wir uns getroffen, vor das Ganze noch, sagen wir mal, ein relativ Anfangsstadium war. Da war fertig der erste große Monolog, der sogenannte Sibirien-Monolog. Und der Eino Johanni hat das für mich vorgesungen und seine Stimme klingt wie so eine Raspel, aber ich hab trotzdem verstanden, was er damit gemeint hat. Und es ist wirklich eine Riesenpartie. Das ist also von der Länge her wie Gundermanns, aber wesentlich, wie soll ich sagen, vom Technischen her wesentlich schwieriger zu singen. Und auch Figur als Rasputin ist natürlich auch, glaube ich, so sagen zu können, auch wesentlich vielseitiger als der Gonnemanns, wenn man das nur einfach nur mal vergleichen kann. Doch weiter gefolgt. Ja. Naja, aber. Wer ist das? Ich. Ja. Moment, pass mal auf, ich nehme die Fahne weg. So ist es. Jetzt kommt der lyrische Bariton dran. Genau. Ihr seid so irgendwie so derb. Naja. Nimmt sich wie ein Pro, ha? Ja. Jawohl! Der Gundermanns ist ja für mich vom Gesanglichen her eine der interessantesten Basspartien. Weil da hat der Richard Wagner, nicht nur da, sondern aber besonders da, hat der Richard Wagner so genial den Text und das Parlando, das musikalische Parlando zusammenkomponiert. Da ist keine einzige Rhythmus falsch. Die Textbetonung ist genau komponiert. Man kann da, wie der Wagner pausenlos schreibt, etwas gedehnt, sehr ausdrucksvoll, etwas vorwärts und so weiter und so fort. Das ist das, dass wir das frei interpretieren dürfen, dass der Wagner nie ein Metronomzahl in seinen Partitur geschrieben hat. Und das finde ich sympathisch. Entbietest du mir keinen Gruß?
schweigen, so mahnt das meine wie, dass ich dir sage, was ich zieh. Hier bist du andere Weiden vor, da zieht man nicht mit Waffen her, geschlossenen Helmes, Schild und Speer. Und heute kann